Moin moin und hallo zu einer weiteren Folge Let's Play L.A. Noir. Wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben natürlich. An der Unfallstelle. Und genau, hier ist ein Auto. Irgendwie die Böschung runter. Und wir müssen auf jeden Fall da erstmal runter zum Gerichtsmediziner. So viel weiß ich. Aber mal gucken, was wir hier haben an Personen. Die June Ballard, Jessica Hamilton. Verdächtiger. Okay, da haben wir noch keinen. Die Jessica Hamilton. Unfallbericht. Beifahrerin. Und die June B-Movie-Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeugs. Okay. Orte ist nur die Unfallstelle, das weiß ich. Aber er hat uns vorhin schon gesagt, wir sollen runter zum Gerichtsmediziner. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Kommen wir hier runter? Moin. Nicht mal grüßen, oder was? Ah, komm, gehen wir mal ein bisschen schneller. Das schadet dem Anzug auch nicht. Sieht aber auch verdammt gut aus, ne? Mann, das macht schon so weit her. Okay, aber erstmal zum Gerichtsmediziner. Okay. Was haben wir denn? Oh! Ein Schlüpper? Ja. Och, kaputter Schlüpper. They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Ja, das machen wir doch. Und was haben wir hier noch Schickes drin? Ein Brief. Oha. Okay. Liebe Jessie, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und wollte wie Clara Bow sein, schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Ich bin sicher, Tante June nie passt auf dich, Sorgen um dich. Du kennst ja deine alte Mutter. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem für solche, die nach den Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einen die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Okay, ich habe das jetzt nicht runtergescrollt, das ist von alleine runtergescrollt. Okay, deswegen waren wir das ehrlich gesagt ein Tick zu schnell, aber okay. Schauen wir mal, was wir noch hier haben. Ein Nummernschild. Okay. Das wird wohl da abgefallen sein. Okay, schauen wir mal noch hier. Können wir mit ihm reden? Hat er uns was zu sagen? Nö, anscheinend nicht. Schauen wir mal hier im Auto. Oh, Blut. Na gut. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Wenn die da die Böschung runter sind. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Okay, ich kann mich hier noch umschauen. Entschuldigung. Aber hier ist wohl nichts mehr. War es das jetzt eigentlich schon mit dem Gerichtsmediziner, oder müssen wir den jetzt nochmal anklicken zum Reden? You want to see this, Phelps? There, played out on the truck. Ja, habe ich doch schon. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen. Habe ich da was übersehen am Kofferraum? Nee, das hatten wir schon. Und wenn wir da nochmal reingreifen, dann... Okay, da holt er auch nur den Brief raus. Den haben wir aber schon. Haben vielleicht an dem Schlüpper was übersehen? Nochmal angucken. Nee, eigentlich nicht. Also... Nö. Mehr macht er da nicht, also... Nö. Und mehr ist hier auch nicht zum Auswählen. Okay, dann erzähl. Kannst du nicht mit uns reden? Rede mit uns! Ja, das haben wir doch schon.
Ja, haben wir auch schon. Naja, komm. Okay. Ich denke, das ist jetzt mal ein guter Zeitpunkt, um einen Intuitionspunkt auszuwählen. Wir könnten auch unseren Partner fragen, aber wir machen das einfach mal so. Alle Hinweise anzeigen. Okay. Jetzt zeigt er auf diesen blöden Kofferraum. Kann ich den vielleicht noch aufmachen oder so? Nein, ich kann da... Ja Mensch, hatte ich doch. Hinweise. Unterwäsche. Darmhöschen, an Naht aufgerissen, gewaltsam entfernt, gefunden in Hamiltons Tasche. Ja, okay. Ja, vielleicht... Ja, okay, okay. Ich frag mal unseren Partner. Hey. Ich möchte dich fragen. Der sagt nix. Ich halt X gedrückt wie ein Blöder. Ja gut, ich denke, wir gehen mal hoch und sprechen die Damen auf die Sachen an. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich denke schon. Aber jetzt ist da unten... Egal, haben wir eigentlich... Ach nee, wir sind mit dem anderen hier, ne? Komm, fragen. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name. June Ballard. You might be familiar with some of my work. Nein. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of you? Beasted. I don't like. Keep out of this. Ich mag sie nicht. Angeblicher Drogeneinfluss. Okay. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. So dopey, yeah. I can't remember. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective. A little too naive for my taste. Okay. Hätten wir vielleicht anzweifeln sollen? Ich kann sie jetzt noch beobachten. Okay, was meint ihr? Ja, na, ziemlich... Ja, naiv, ja, irgendwie. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Ja, das denke ich, ist die Wahrheit. And she's your protege? You could say that. Yeah, that's a nice way to put it. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal zu dieser Beifahrerin. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Let's go see the corner. Welche Corner? Da hinten mal ein bisschen rumgucken. Gucken wir hier unten mal rum. Ein Polizist steht hier auch rum. Können wir vielleicht den irgendwas fragen? Nee, können wir nicht. Okay. Ah, okay, ich bin jetzt ein bisschen... Naja, mal schauen, was hier hinten noch so los ist. Können wir mit ihm hier vielleicht mal reden? Oder wir gucken mal in unser Buch rein. Hinweise. Was haben wir für Hinweise? Chevy, Opfer unter Drogen. Hier, was ist denn mit ihm hier, Alter? Ich will die ganze Zeit hier... Hier, erzähl mir, was können wir machen? Ich halte hier X gedrückt die ganze Zeit, aber der sagt nichts. Können wir mit ihm hier vielleicht noch reden? Nee. Hey, und unser Typ läuft uns auch nur hinterher. Okay, können wir mit denen hier vielleicht reden? Oder sollten wir... Ich gehe nochmal runter zum Auto.
Ich gehe noch mal runter zum Auto. Ich, ja, bin gerade irgendwie sonst ein bisschen... Okay, hier setzt auf jeden Fall die Untersuchungsmusik wieder ein. Komm, erzähl uns was. Ja! Und das ist nicht mal der beste Teil? Ja, dann sag mir doch, was der beste Teil ist. Ich hab hier schon... Oh, Junge. Ja, das hab ich doch schon. Ja, mehr kann ich hier nicht machen. Ja, und da haben wir auch schon. Oh Mann. Liegt da unten noch was auf der Straße oder was? Keine Ahnung. Oh Mann, ich... Oh. So langsam werde ich ein bisschen fuchsig hier. Jetzt komm. Rede mit mir. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Oh, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Okay, jetzt können wir von hier auch reingucken. Aber mehr können wir denn jetzt hier auch nicht machen. Oh Mann, Leute. Ich hab doch auf den Kofferraum geguckt. Mehrfach. Jetzt guckt er da schon wieder drauf. Und den haben wir schon. Und das Ding haben wir auch. Sonst... Oh Mann. Gucken wir hier nochmal. Okay, das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Ah, Person. Genau, die haben wir doch eben befragt. Genau. Die Jessica Hamilton. Unfallbericht. Fragen. Beifahrerins und... Ja, wo ist denn die überhaupt? Die ist im Krankenhaus oder was? Und Verdächtiger. Den haben wir auch noch nicht. Okay, hier komm, erzähl uns doch mal was, verdammte Scheiße. Macht er nicht. Gucken wir hier nochmal, ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist irgendwie auch nichts. Kann ja sein, dass hier irgendwas hingeflogen ist. Ich renn jetzt nochmal. Lacht da was? Boah, Junge. Ne, da lag nichts. Ich renn nochmal zu der Frau hoch. Ey. Das kann doch nicht angehen. Hey, er sagt da auf dem Kofferraum, aber das ist noch nicht das Beste. Ja, aber ich konnte da nichts machen. Der hat mir ja nichts weiter erzählt, ey. Ja, komm, erzähl uns nochmal ein bisschen was. Vielleicht sind wir das ja auch einfach falsch eingegangen. Obviously you're new green at how things work. Und jetzt können wir nicht mal mehr mit ihr reden. Ich krieg die Krise. Was ist denn das für einer da? Was macht er da? Was hat er da gemacht? Ach, das ist er hier. Können wir mit dir reden? Ja. This ain't the red carpet, so get out of my lens. Oh Mann, ich bin überfragt. Mit ihm können wir auch nicht reden. Ugh. They told me to wait on the detectives. But I can't hang around forever. Ja, putz mir die Schuhe, Junge. Ja, ich will doch mit dir reden, Mann. Oh, Leute. Mit dir können wir auch nicht reden. Ja, ich würde gerne hier X gedrückt halten und dann mal meinen Partner fragen, was wir tun können. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und so langsam bin ich auch ein bisschen genervt von der ganzen Situation hier. Ich übersehe doch bestimmt irgendwie nur irgendwas.
Ja, ich soll da unten am Kofferraum, da gibt's einen Hinweis. Da habe ich auch schon einen Intuitionspunkt verballert. Hier ist ja auch die Musik. Aber es passiert ja nichts. Das haben wir ja schon. Ich nehme mir das Ding jetzt nochmal. Ich kann nichts weiter damit machen, außer es ein bisschen hin und her zu schwenken, wieder wegzulegen, schön zusammenzulegen. Naja. Ich probiere das in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ich bin der Ted.